schön, dass Sie reinschauen in dieses Video und dann später bitte auch in den Videogottesdienst. Wir sind in Corona-Zeiten und deswegen können wir keine Gottesdienste mit allen feiern. Aber schön, dass Sie im Netz die Möglichkeiten nutzen. Wir, das sind der Hannibal, unser lieber kleiner Mops, und meine Wenigkeit Thomas Blesch, der evangelische Pfarrer von Tiefenbach und Tittling im südlichen Bayerischen Wald. Ich grüße meine Gemeindeglieder und alle darüber hinaus, die gerne zuschauen. Grüß Gott. Grüß Gott von Tittling vom Blümersberg. Das ist eines der Wahrzeichen mit 575 Meter die höchste Erhebung. Man hat einen wunderbaren Ausblick auf das Dreiburgenland. Man kann gut frische Luft schnappen. Und das ist der Ort, wo einmal eine große Christussäule hinkommen sollte. So ähnlich groß wie in Rio de Janeiro. Oh, da gab es aber viel Ärger, bis Sie kapiert haben, das war eine Nachricht am 1. April. Also gut, der 1. April. Leider ist Corona kein April-Scherz. Es ist bittere, tödliche Wirklichkeit. Und wir möchten Sie begleiten, ein bisschen geistlich begleiten, Ihnen Mut und Trost und Begleitung anbieten. Kommen Sie mit, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Wir könnten hinaufgehen zum Blümersberg auf die Plattform. Wir könnten hinaufgehen zum Labyrinth. Seit 2012 ist ein schönes Labyrinth oben sichtbar. Aber nein, der Weg hinauf ist gepflegt mit Steinen, mit Sinnsprüchen. Und da habe ich einen Sinnspruch gefunden, der uns zum Nachdenken helfen kann. Dieser Sinnspruch ist von Dietrich Bonhoeffer, 1906 bis 1945. Ein berühmter, bewegender evangelischer Theologe. Was sagt Dietrich Bonhoeffer zur jetzigen Zeit? Gott kennt den ganzen Weg. Wir kennen nur den nächsten Schritt. Gottes Wege sind die Wege, die er selber gegangen ist und die wir nun mit ihm gehen sollen. Keinen Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht voranginge. Es ist der von Gott gebahnte und von Gott geschützte Weg, auf den er uns ruft. So ist es wirklich sein Weg. Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern man beschreitet einen Weg. Es geht voran oder man ist nicht mit Gott. Gott kennt den ganzen Weg. Wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Es gibt kein Stehenbleiben. Jeden Tag, jede Stunde geht es weiter. Gott kennt den ganzen Weg. Wir aber kennen nur den nächsten Schritt. Haben wir bei Dietrich Bonhoeffer am Blümersberg gelesen und gelernt. Schritte machen Wege. Möge der Weg sich vor dir öffnen und möge Gott mit dir sein. Ja, bitte. Möge Gott mit dir sein, erst recht nach dieser Woche und hier ein kurzer Blick auf die Nachrichten der Passauer Neuen Presse. Jeder Tag ein schrecklicher Tag. Bis zu der Nachricht, Samstag, 28. März, Italien fast 1000 Tote an einem Tag. Hier habe ich Ihnen die Zahlen zusammengestellt von der letzten Woche zu dieser Woche. Und wir sehen die Zahl der Infizierten in Deutschland über 50.000, Faktor 2,5 mal so viel wie noch vor 7 Tagen. Die Zahl der Verstorbenen fast der Faktor 5,5. Es ist eine große Bedrohung für Leib und Leben. Bitten wir Gott, dass er uns behütet und mit uns auf diesem Weg geht
und uns dabei auch trägt. Bei dir bin ich zu Hause, haben wir gerade gesungen, gehört. Bei dir zu Hause sein, Gott, in deinem Haus, geborgen sein, fromme Wünsche. Auf jeden Fall sind wir hier in unserem Haus Gottes, in diesem Haus, wo es fast ausschaut wie in einem Wohnzimmer. Viele von unseren Gemeindegliedern und darüber hinaus können zurzeit nicht von zu Hause in die Kirche kommen. Und deswegen kommen wir zu Ihnen. Gott sei Dank bin ich nicht allein, denn neben dem Herrn ist auch die Steffi da. Vielen Dank, dass du diesen Gottesdienst wieder musikalisch mitgestaltest. Du hast auch drei Lieder mitgebracht aus deiner Feder. Schön, dass du es möglich machst. Und dann haben wir den Peter, den Mann hinter der Kamera. Peter, grüß dich. Servus, Thomas. Grüß dich.
Und Peter, bei dir bleibt ein großer Teil der Arbeit hängen. Produzieren und nachproduzieren. Schneiden und zusammenfassen. Toll, dass du es möglich machst. Ein Thema heute muss sein, hat Corona alles im Griff? Die Nachrichtensendungen, Schule, Freizeit, die Sorge um Gesundheit und den sozialen Kontakt und natürlich die große Sorge, wie geht's weiter? Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Corona an erster Stelle? Nein, Corona soll nicht das letzte Wort haben. Und so laden wir ein zu diesem Gottesdienst unter dem Thema Trotz Corona, Trost und Behütung. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Auftrag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Trotz Corona sei um Gottes Willen behütet und getragen. Bewusst steht das erste Wort an erster Stelle, trotz. Dabei ist dieses Wort trotz durchaus doppeldeutig zu verstehen. Zum einen trotz Corona, obwohl Corona scheinbar die ganze Zeit alles im Griff hat, feiern wir Gottesdienst. Trotz, obwohl Corona vorherrscht, ist vieles möglich im Alltag zwischen Menschen und Mitmenschen. Das ist die eine Bedeutung von Trotz. Die andere gefällt mir mindestens genauso gut. Trotz, das steht für das energische Dagegenstehen. Trotz, nein, das will ich nicht, da mache ich nicht mit. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Trotz, das erinnert an die Pubertät. Mark Twain hat es einmal gesagt, die Pubertät ist die Zeit, in der die Eltern so schwierig werden. Aber diese Zeit braucht es, damit, wenn sie überstanden ist, jung und alt in einer anderen Form zusammenkommen. Der Trotzkopf muss vorher seine ganze Energie aufwenden, um sich durchzusetzen. Und danach ist alles anders und auch wieder gut. Das könnte unsere Hoffnung sein für trotz Corona, sei um Gottes Willen behütet und getragen. Ich möchte Sie einladen, ein Bild anzuschauen. Ein Mädchen hat dieses Bild gemalt. Das Mädchen ist 11 Jahre alt. In einer Zeitung habe ich es gesehen. Hau ab, Corona! Alle sind gegen dich! Hau ab! Verschwinde! Ja? Da müssen wir alle zusammen trotzig sein und gut zusammenhalten, damit das wieder verschwindet. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Was nicht verschwindet, ist die Geborgenheit. Durch das Sakrament der Taufe, durch das Element des Wassers mit dem Heiligen Geist, sind wir Menschen behütet und getragen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er schenkt uns Leben, auch wenn es schwierig ist. In der Fastenzeit wissen wir, wie schwierig das Leben für Jesus selber war. Ein Lied heißt, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ein Wunsch von mir wäre, dass sich die Liebe Gottes mindestens genauso schnell und genauso intensiv ausbreitet wie das Virus. Ins Wasser fällt ein Stein.
zieht durch weite Kreise, wo Gottes große Liebe in einem Menschen fängt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus. Gott kennt den ganzen Weg. Wir wissen nur den nächsten Schritt. Mit diesen Gedanken von Dietrich Bonhoeffer sind wir vom Blümersberg hier reingekommen. Auch Dietrich Bonhoeffer hat diese Gedanken nicht erfunden, denn sie stehen schon im Alten Testament, Sprüche, Kapitel 16, Vers 9. Übrigens der Trauspruch von meiner Frau und mir. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Oh, welche Wege erdenken wir uns? Das neue Jahr 2020 ist noch gar nicht so arg alt und es war voll mit Vorsätzen, Ideen, Planungen, Reisezielen. Firmen und Konzerne haben ihre Strategien festgelegt und Projekte festgeklopft. Familien und Freunde haben Reisepläne und große Termine festgemacht. Natürlich wurden auch Taufen, Konfirmationen, Kommunionen, Hochzeiten vorgeplant. Und nun zerplatzt vieles, fast alles, wie eine Seifenblase. Nichts von den Plänen kann heute und morgen so umgesetzt werden, wegen diesem Coronavirus. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Oh ja, es ist gut biblisch zu wissen, dass es über Nacht leicht anders kommen kann, dass unsere erdachten Wege doch nicht gegangen und begangen werden können. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Eine delikate Aussage. Heißt das, dass der Herr diese Schritte der Corona-Krise lenkt? Dass diese Corona-Pandemie vielleicht sogar im Sinne Gottes ist? Sicherlich könnte man über diese zentrale Frage sehr grundsätzlich und sehr emotional diskutieren. Für mich ist unser Gott ein Gott der Liebe und ein Gott des Lebens. Und für mich ist unser Gott ein Gott, der trägt und der mitgeht und mitträgt und einer, der sich am Leben freut und nicht an der Zerstörung. Für mich ist dieser Gott auch ein Gott, der jetzt mit uns geht, so wie wir es im ersten Lied von der Steffi gehört haben.
Eine der schönsten und eindrücklichsten Geschichten, wie Gott mit uns Schritt für Schritt mitgeht und auch mitträgt, ist jene schöne und bewegende Geschichte von den Spuren im Sand. Unsere Konfirmanden haben sie dieses Jahr geschenkt bekommen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ja, ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen in meinem Leben nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten in meinem Leben. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Und jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten gebraucht hätte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und in Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Was für eine Geschichte, was für ein Bild. Gott trägt uns. Gott kennt den ganzen Weg, wir wissen nur den nächsten Schritt. Und da ist es gut, zu wissen, zu ahnen, zu spüren, dass wir zwar nur den nächsten Schritt kennen, Gott aber mit uns Schritt für Schritt weitergeht. Diesen Gedanken hat Steffi diese Tage für uns in ein neues Lied geformt und extra für diesen Gottesdienst komponiert. Hören wir, wie sie singt, für uns Schritt für Schritt. Amen. Thank you.
Alles hat seine Zeit und Beten hat seine Zeit. Und jetzt würde ich dich bitten, Steffi, Schritt für Schritt zur Fürbittschale zu gehen, um die Kerzen anzuzünden. Unsere Konfirmanden haben die Fürbitten und Dankgebete formuliert. Und Sie zu Hause können gerne in den Gebetsruf einstimmen. Wir rufen den Herrn an, Herr, erhöre uns. Eine Handvoll Fürbitten, eine Handvoll Dankgedanken. Guter Gott, behüte bitte alle Ärztinnen und Ärzte, alle Pflegerinnen und Pfleger, von denen in diesen Wochen Außergewöhnliches gefordert wird, und behüte ihre Familien. Wir rufen den Herrn an, Herr, erhöre uns. Guter Gott, behüte bitte alle Alleinerziehenden, die die besonderen Lasten dieser Zeit alleine tragen müssen. Wir rufen den Herrn an, Herr, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich, schenke nicht nur den Ärzten Kraft, sondern auch Verständnis, Zuversicht und Hoffnung, dass wir diese Zeit, die für uns alle nicht leicht ist, dass wir diese akzeptieren und überstehen können. Wir rufen den Herrn an, Herr, erhöre uns. Guter Gott, hilf uns, damit wir diese Krise mit möglichst wenig Verlusten überstehen. Behüte uns alle, vor allem die Risikogruppen. Wir rufen den Herrn an, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Guter Gott, behüte bitte, und wir halten einen Moment der Stille, dass jeder vor Gott bringen kann, den er zur Behütung besonders empfiehlt. Auch hier rufen wir den Herrn an, Herr, erhöre uns. Guter Gott, wir wollen dir auch Danke sagen. Lieber Gott, wir wollen dir danken für alle bisher noch bestehende Gesundheit bei so vielen von uns. Guter Gott, wir wollen dir auch Danke sagen für das Geschenk von Zeit, freier Zeit, entschleunigter Zeit bei vielen Menschen. Guter Gott, wir wollen dir auch Danke sagen für erlebte Geborgenheit im Glauben, in der Familie, im sozialen Netz. Guter Gott, wir wollen dir auch Danke sagen, dass du uns alle durch diese schwere Zeit begleitest und uns immer auf den rechten Weg führst. Guter Gott, wir wollen dir auch Danke sagen, und so halten wir einen Moment der Stille, und sie werden bestimmt jemanden finden, für den sie Danke sagen können. Und so lasst uns beten, die wir mit beiden Beinen auf Mutter Erde stehen, zu unserem Vater im Himmel, wie es uns der Herr gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so möchte ich Ihnen den Segen zusprechen. Und wer möchte, kann seine Hände wie so eine Schale falten, um dann auch bildhaft den Segen aufzufangen. Geht hinein in die Tage, die da kommen und die nicht einfach werden. Geht hinein, behütet und getragen. Und das Ja-Sagen Gottes, der Segen, er möge bei euch und in euch sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bevor wir zum letzten Lied kommen, Abkündigung, wie in fast jedem normalen Gottesdienst. Nächste Woche werden wir keinen Videogottesdienst anbieten können. Aber wir hoffen, dass wir an Ostern wieder für Sie da sein werden. Trotz Corona, Ostern wird nicht abgesagt. Und so freuen wir uns nun auf das letzte Stück, das die Steffi uns erzählt.